Also so sind die, ist die Konsistenz von den Mumus. Ich wollte gerade sagen, ich liebe Mumus. Schade, dass sie keine Mumus kennt. Willkommen in Teil 2 unserer kleinen Weltreise. Jetzt sind wir in, wo sind wir jetzt? In Südafrika angelangt. In Südafrika essen die Kinder gerne diese Riegel hier, Peppermint Crisp. Dieser Riegel hier, wenn man den an beiden Enden abbeißt und in Milch tunkt, als Strohhalm dienen und die Milch gleichzeitig zu Schokomilch machen. Das werde ich jetzt testen. Vielleicht bin ich am Ende auch selber grün. Wir werden es sehen. Durch das Pfefferminz. Durch das Pfefferminz. Das soll ja ein grellgrüner Pfefferminzkern sein. Ich drücke es nicht aus. Das soll ein grellgrüner Pfefferminzkern sein. Alles klar. Schokolade ist ein bisschen schmilzig. Ja. Ist halt klar, Schokolade, gell? So, so sieht das Ganze also aus. Also sie probiert das Produkt alleine, ja. Weil wir haben davon nur einen Riegel und ich bin natürlich so der Pfefferminz-Liebhaber und deswegen kriegt sie jetzt hier alleine den Zuckerschock. Aber wir haben doch ein paar Sachen, womit ich auch meinen Zuckerschock kriege. Ich muss mal gucken. Schmeckt wie After Eight, aber... Mhm. Also es riecht gut. Es schmeckt auch nicht schlecht. Da ist er. Schaut mal. Das wurde auch in der Produktbeschreibung gesagt. Grellgrün. Beide Enden abbeißen. Der Schokoriegel innen drin, das Minze, das hat wie so. Räucht mal. Au! Ihr braucht gute Zähne. Wieder haben ein Produkt mit gute Zähne. Also, das ist. Die Minze da drin, die soll wohl. Schokoladig sein. Ich glaube nicht, dass sie es weiter probieren mag. Nein. Das mit der Milch hat sich erledigt. Die trinke ich jetzt zum Nachspüren, weil eben mir klebt die Gusche zusammen. Sie trinkt es zum Nachspüren, also was anderes. Herrlich, dieser Blick. Ich liebe ihn. Also, Leute, wie gesagt, ihr könnt es gern kaufen zum Probieren. Beide Enden beißen die ab. Jedenfalls steht es in der Beschreibung so drin. Beißen die beide Enden ab und dann tunken die das in die Milch rein und nimmt es als Strohhalm. Übrigens haben wir auch einen Spuckeimer stehen, wo wir unsere Sachen, wenn es das erste Produkt, was weggespuckt wird, also wir haben mit Zähne putzen gehen. Das hängt uns Zähne drin. Die anderen Produkte haben wir bis jetzt noch nicht weggespuckt. Das erste Produkt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es immer noch in Zähne gesehen. Ich krieg's nicht raus, muss gleich mit Zähne putzen. Weil es. Wenn ihr Plompen habt und zum Zahnarzt wollt, esst das. Oder wenn ihr Bock auf einen Zahnarztbesuch generell habt, dann ist dieses Produkt hier besonders gut geeignet. Jetzt geht's nach Russland. Das sind Weltreisen. Jetzt haben wir, ich kann es nicht aussprechen, auf jeden Fall sind es Brotwürfel mit Bacon-Geschmack. So sehen die aus. Mal wieder was Herzhaftes nach dem ganzen süßen Gelumps. Das Ganze kostet 49 Cent und hat einen Inhalt von 40 Gramm. Mach nicht auf. Ich kriege es einfach nicht auf. Ich habe mich jetzt keiner. Aber ich komme aus dem Baumarkt, also ich kenne mich mit Messer, kenne ich nicht aus. Nur die ganze YouTube-Welt. Oh. wir sind unter uns. So. Wow. Okay. Also es riecht so, als ob ich in einer Räucherkammer bin, wo gerade Speck oder Schinken und sonst was geräuchert wird. Das riecht interessant. Sie sind... Achso, ich muss euch das erstmal zeigen. Ich bin aber hier total fressen, gell? Wir haben jetzt auch Mittag. Ja, gut. Man kann sich vielleicht... Ja, man kann vielleicht sogar... ...einen Dip dazu machen. Aber jetzt erstmal... Braucht gute Zähne. Aber lecker. Sag mal, altes Brot mit Schinken. Genau. 40 Gramm sind drin, das ist auch ein sehr klein. Also ich habe eine kleine Hand, kann Tropfen. Sehr kleine Verpackung. Willkommen in Singapur. Aus Singapur habe ich ein Melon Milk Drink bestellt. Das Ganze für 1,49 Euro und 240 ml. Ho! Ach ho! Oh! Ich liebe Melonen.
rot. Und das Ganze sieht giftig grün aus. Ich habe mir jetzt schon mal ein bisschen weniger reingemacht, weil ich immer vorsichtig bin mit Trinken, giftgrün. Also es sieht aus wie, weiß ich nicht, also ich finde, es sieht komisch aus. Normal finde ich es jetzt nicht. Ich mal ohne. Das schmeckt eigentlich gut. Oh. Ich muss dazu sagen, sie ist kein Melonentyp. Also wenn ihr auf Melone so abfahrt wie ich, ist das hier geil. Also ich liebe Wassermelone, aber ich mag Melone nirgendwo anders. In Gummibärchen, in Schokolade oder sonst irgendwas, weil mir das immer einfach zu künstlich schmeckt wie das hier. Finde ich nicht. Ich muss auch echt sagen, ich bin ein totaler Fan von Süßes. Also es geht bei mir nicht süß genug, aber ich muss euch ehrlich sagen, das ist mir zu süß. Das ist Honigmelone. Also ich muss jetzt mal ganz kurz einhaken. Ja. Ich liebe ja Honigmelone und das hier schmeckt, wie ich jetzt finde, nicht nach Chemie. Das schmeckt nach Honigmelone. Also das schmeckt wirklich gekühlte Honigmelone. Ich mache mir ja öfter aus Melonen auch mal Melonensaft, ne, in meinem Safter. Und das schmeckt original wie, ja, Melonensaft mit Milch. Muss noch was. Mein Geschmack ist es nicht, deswegen habe ich mir noch ein bisschen reingemacht, weil ich es mir auch nicht denken konnte. Denn das Lese ist dann eher was für mich. Weil wir haben noch ein paar Getränke. Ja. Die, glaube ich, dann für mich zu süß werden, aber für mich genau richtig sind. Jetzt haben wir was aus Kanada, nämlich saure Beeren. Sour Patch. Kid Berry. Sieht irgendwie süß aus. Ja. Ich bin gespannt. Also ich erwarte jetzt sowas wie von Haribo, die sauren Beeren. Also bei der Produktbeschreibung steht, die sind erst sauer und dann süß. Und in dieser Variation sollen die lecker schmecken. Also riechen, oh, Wahnsinn, muss ich euch sagen. Sehr süß. Der fruchtig süß. Der fruchtig, ich greife jetzt erst. Und ich denke mal, außen drin ist dieser saure Zucker oder was auch immer aus, den man hat. Ich muss ich auch in die Kamera halten. Ne? So, dann ist schon weich. Oh. Es gibt mehrere. Aber scheiße, ist das hardcore. Wer es aber liebt, das. Aber wow. Aber ich finde. Willst du die Chemie? Mhm. Das ist, so sehen sie aus. 1,59 € Chemie. So, jetzt nochmal den mal. Ja. Den habe ich nur einmal, deswegen habe ich die Teller. Brauchen wir nicht, können wir knacken. Vorbereitet. Sicher, dass er hat. Wow. Okay. Ich zeig's euch. Und das Ganze kommt aus den Philippinen. Heißt Kid O, habt ihr ja gerade schon gesehen. Ist ein Triple-Decker Sky Flakes mit süß-salziger Buttercreme gefüllt. Gewürzt. Ich hab's noch nicht gesehen. Erstmal den Riechtest. Also ich muss ja blind über alles riechen. Kannst du einfach die Dinger hier rausziehen? Ach du lieber Gott. Ich muss erstmal. Ja, ganz raus ist. Die sind mir leider schon kaputt. Sehr fragil. Ich leg's mal auf jetzt los. Ja. Vorsichtig damit in die Ober, aber. Huch, schmeiß das mal weg. Da so sieht das aus. Triple Decker, wurde gesagt. Ja, schmeckt wie dieser. Wie diese Kekse. Wie dieser. Ich glaube. Wie diese salzigen Kekse. So, also ein Triple Decker heißt, besteht aus. Drei Schichten, kann man das sehen? Ich muss mal. Das sieht aus drei Schichten. Der Keks an sich ist salzig. Die Sonne hier rum. Ich bin schwacker. Wow. Also dieses süß-saure, süß-salzige, das kombiniert so. Entschuldigung, ich krieg nicht voll, ne? Aber, weiß auch. Ihr könnt das auch. Das kombiniert so geil. Also. Was ist das jetzt genau für eine Vanillecreme? Also schmeckt auf jeden Fall leer. Ja, mit süß-salziger Buttercreme. Mehr steht da nicht. Also diese Butter, also wirklich. Lecker. Ich muss dazu sagen, gesund ist anders, weil hier ist auch Palmöl nicht verarbeitet. Wie wir alle wissen, ist Palmöl nicht so. Aber wie gesagt, wir testen das jetzt für euch und wir würden es, glaube ich, so gar nicht essen. Wir sind neugierig, ja, weil wir wollten mal um die Welt und mal gucken, was denn die Kinder so alles über den Globus verteilt gerne essen. Ich
trinke immer noch die Melone. Melone. Eben. Naja. 39 Cent sehe ich gerade auf den Schlaumtesten. Ich finde, das geht. Da kann man sich mal einen mitbestellen. Der Hit ist es nicht. Nee. Jetzt entführen wir euch nach Indonesien und haben das für mich optisch gesehen schönste Produkt. Nämlich The Boy Cookie and Cream mit weißer Schokoladenfüllung. Das sind... Guck dir mal die schöne Dose an. Also ich finde die Dose wunderschön und es sieht auch total lecker aus, aber hier hinten sind sie abgefüllt. Ich finde die Dose auch toll. Das ist auf jeden Fall die Dose für mich. Nein, ich sage kein Müll, aber diese Dose ist toll. Es riecht nach Backen, wenn man backt, wenn man hier so einen Backschrank hat und macht den Back auf. Den Back auf den Schrank. Den Schrank auf, dann riecht das. Nach Vanillezucker. Ich würde gerne nach Da drinnen, das ist auch gar nicht so die verkehrte Fährte, die sie jetzt gerade hatte. Das sind nämlich Waffelröllchen. Yummy, yummy. Waffelröllchen gefüllt mit weißer Schokolade. Das Ganze kostet 3,99 €. Und es sind 100 Gramm drin. Okay, das riecht nach Vanille. Das sind Schokoröllchen. Also ich habe mich drauf gefreut. Ich mich auch. Oh, ach so. Sind die gestapelt oder was? Also, Kostensack sehen sich vor. So vor. Aber ob die jetzt groß oder klein sind? Ah, eigentlich sehen sie so aus. Okay, sie sind groß. Schmecken süß, salzig. Die schmecken anders als unsere. Was heißt denn mein Arm jetzt? Die schmecken anders als unsere. Die schmecken anders als die Waffelröllchen, die wir kennen. Also die sind nicht ganz so süß. Außer man hat eine salzige Komponente mit drin. Aber die Krümel. Aber ich sag mal so, für zwischendurch passt das. Also hier sind noch ein paar Sorten drauf. Steht jetzt drauf Cappuccino, Schokolade und Karamell. Also gibt es noch eins, es gibt insgesamt vier. Genau. Es gibt davon vier Sorten, richtig? Ich habe mich jetzt aber nur für die entschieden, weil ich die weiße Schokolade, die hat mich neugierig gemacht. Also der Inhalt sind 200 Gramm, das Ganze kostet 3,99 € auf Sugarfari. Jetzt geht's nach Thailand. Jetzt geht's nach Thailand zu einem hoffentlich guten Produkt. Also es klingt in der Beschreibung gut. Die Beschreibung, ich reise jetzt mal ganz kurz an. Bin den Snow Rice Crackers überraschend in ihrer Geschmackskombination. Die super knackigen Reiskekse sind auf der Unterseite herabgewürzt und auf der Oberseite mit Zuckerguss geträufelt. So sehen die aus. Wir haben jetzt eben schon mal reingeguckt. Die kommen auch einzeln verpackt. Was ich ja wieder eine ganz schöne Verschwendung finde. Also ganz viel Verpackung bei Schiff drin. Passt eigentlich für uns. Ja, würde ich sagen, mach mal eins auf. Oder machst du mal auf? Ich stelle schon mal weg. Ja. Also wir sind im Zuckerschock. Ja, wir sind beide so ein bisschen in der Nase. Ja. Kopfauer. Aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Also wir sind noch lange nicht am Ende. So, nehmen wir mal ein. So, also die sehen so aus. Wir haben eine. Da was, ich halte euch das jetzt einfach nur so hin, weil da wird es nicht zoomen. Also, gezoomt. So, das ist der die Zuckergussseide. Und hier ist das Herzgewürzte. Wie das Ganze jetzt schmeckt, werden wir jetzt gleich sehen. Also richtig gut die Reiskekse. Also Reis. Ja, mal Reiswaffeln. Reiswaffeln, genau. Also ich habe jetzt gerade mal die herbe Seite etwas angeleckt. Etwas salzig. Also. Ich weiß jetzt erstmal. Ich krieg's nicht durchgebissen. Nee, ohne Scheiß, ich krieg's nicht durchgebissen. Okay, du hast auch einen sehr durch. Die sind sehr kurz. Oh, weg. Oh, also nicht mehr gesagt. Ich finde die lecker.
mach mal, probier mal die süße Seite nach unten und die herbe Seite nach oben. Dann kannst du es eigentlich essen, weil es umgekehrt ist, schmeckt es irgendwie komisch. Hm? Ja. Stimmt. Also wenn ihr euch die bestellt, Tipp von mir, die süße Seite nach unten, die herbe Seite nach oben. Auch wenn es genau umgekehrt sein soll, ich muss echt sagen, was hat das? Einen ganzen Keks schaffe ich nicht. Mit Wasabi. Möchtest du Milch zum Eintrinken? Gerne, das lassen wir stehen. Wie schmeckt? Es ist, also ich gebe so Mittel. Oh. Geschmackssache. Ach, doch. Entschuldigung. Könntest du noch ganz kurz verraten, wie viel die kostet? Ich habe gerade noch einen Mund voll. 1,99, also es geht. Also hier, ich zeige euch noch mal eine Tüte. Oder auch nicht. Also wir haben 150 Gramm in der Tüte. Inhalt, also 150 Gramm in Form von jeweils 2 Reiskekse in einer kleinen Packung. Ich finde, für 1,99 geht das voll in Ordnung. Also kann die sich auch mal so einstecken und dann nehmen. Ich finde die gut, die sind, ja, auch, die sind auch robust. Also man kriegt die auch richtig klein. Nee. Also hier in Deutschland gibt es für 1,99, sage ich mal, kriegt man manchmal weniger. Wir bleiben in Thailand und nehmen jetzt für 79 Cent einen Custard Cake. Was ist das? Samt weiche Verführung aus Thailand. Klingt vielversprechend. So, wir sind jetzt mit Tellern bewaffnet, weil wir probieren ja beide. Und also ist aber nur ein lecker. Ganz kleiner Cake. Da. Also er ist verdammt weich. Schneiden. Ja, dann nehme ich das Papier. Und dann schneide ich jetzt mal the cake an. Nimm's mal wieder, okay, nicht das volle Stück. So, das Ganze sieht so aus. Okay, ein kleines Pöttchen gefüllt mit einer Pudding-ähnlichen, wahrscheinlich sehr, sehr süßen Masse. Also ich freue mich drauf, ich esse es schon. Genau. Wo kommt das hier aus? Das kommt aus Thailand. Also, wenn sie nicht können. Aber das ist sau lecker. Also, es ist wirklich für 79 Cent. Ich werde es auch wieder kaufen, weil das ist wirklich von dem ganzen süßen Zeug, was wir jetzt bis jetzt getestet haben, finde ich, das ist das Beste. Bis jetzt. Kommt ja noch ein bisschen was. Es ist so. So beides so. So süß, aber gleichzeitig mit diesem Kuchen. Der Kuchen ist nicht so. Nicht so süß. Mhm. Also es harmoniert total. So, jetzt geht's weiter nach Taiwan. Wir wollen ja eine Weltreise machen. Weltreise, gell? Eine süße. Und da habe ich mich dafür entschieden für die Chinhua Cookies. Das sind taiwanesische, hier steht Schirmkekse in der Beschreibung der Homepage. Auf den Keksen steht mal die Kekse. Ohrenkekse. Auf jeden Fall ist es ein Nationalgericht in Taiwan und da habe ich gesagt, legst du zu. Und jetzt probieren wir das Ganze. In der Verpackung kommen 85 Gramm Schirmkekse und das Ganze kostet 1,39 Euro. Mal gucken, ob sich das gelohnt hat. Ich finde, es riecht sehr herzhaft. Also ich dachte jetzt eher an was Süßes. Ja. Aber es scheint herzhaft zu sein. Sehen lustig auch, wie auch immer die das herstellen. Das sind auch niedliche kleine schwarzen Kekse. Wie auch immer die diese Kekse herstellen, weiß ich nicht. Da ist Bohnen mit drin, ne? Nee, die sind nicht schwarz. Vielleicht ist das schon bei dem Sesam schwarz. Ist auf jeden Fall, ich hab Angst. Weil, soll ich zuerst? Wo ist es? Oh. Ja, anscheinend ist es hart. Also die Kekse sind nicht unterteilt. Nein, also sie haben ganz komisch nachgeschmackt. Ich kann es auch nicht erklären, aber sie sind verdammt hart. Ich weiß nicht, warum die Länder alle so hart essen müssen. Für die gute Zähne. Also ich weiß nicht, also halt hier. Also von mir, ja, mir schmeckt es nicht mehr. Jetzt geht's zurück in die Philippinen. In den Philippinen essen die Kinder lila Bonbons, die aus süßen lila Süßkartoffeln gemacht werden. Keine Ahnung, wir probieren das jetzt. Kosten 2,49 Euro und sind 160 Gramm Inhalt
in diesen Bonbons. Ja, wir wollen wieder nicht aufgehen. Also hier stehen 24 Stück. 24 Bonbons, insgesamt 170 Gramm. Also, es sieht eigentlich teilbar aus. So sieht es aus. Ich denke mal, wir können uns eins teilen. Na, mal gucken. Schmeckt nach Lakritz, finde ich. Also leicht nach Lakritz. Also, die Kaubonbons sind süß. Also süß stimmt. Aber ich finde, es schmeckt nach Lakritz. Die Konsistenz ist wie bei, ich weiß nicht, ob ihr Mumus, ob ihr die kennt, so nicht. Das sind meine Kindheit, ich habe diese Bonbons geliebt. So ist die Konsistenz, von den Mumus. Also so sind die, ist die Konsistenz von den Mumus. Kürzer dran. Und ich liebe Mumus. Schade, dass sie keine Mumus kennt. Das klingt so was. Hey Leute, Mumus ist doch lecker. Ich muss dann nachher mal googeln, wie man die Mumus. Wir reden hier von Kuhbonbons. Ach, kennst du doch? Bonbons. Ich kenne sie doch, siehst aber du? Unsere jüngeren Zuschauer kennen sie wahrscheinlich nicht. Die kriegst du im Laden zu kaufen, die sind lecker. Also nicht Mumu, sondern Mumus. Ihr müsst denn das Entschuldigung. Also okay. Zurück zu den Bonbons zu kommen. Also von mir gibt es ein klares so Daumen Bomber. So, und jetzt kommen wir nach Thailand zurück. Und in Thailand gibt es Pandan Küchlein. Diese sind in so einer Verpackung. Steht wieder Eurocake dran. Warum? Da habe ich auch Firma gewechselt. Es ist wieder ein fluffiger Kuchen, aber diesmal mit Pandan-Creme gefüllt. Jetzt werdet ihr euch sicher fragen, was zur Hölle ist Pandan-Creme? Pandan-Creme ist ein Gewürz, ein asiatisches. Wenn ihr schon mal Basmati-Reis gegessen habt, dann wisst ihr, wie Pandan etwas schmeckt. Das ist ein grünes Gras, was eben zum Würzen von diversen Sachen benutzt wird, eben auch von Basmati-Reis. Diese komische grüne Grasmischung ist jetzt auch da drin. Das hört sich an. Wir haben zu viel Zucker. Also wollen wir jetzt hier teilweise Fläche drehen und I'm sorry. So. Wie das ist eben? Das Küchlein. Und oh, so sieht das Ganze aus. Giftgrün. Moment of the truth. Geht's los. Wie Pudding. Das ist von mir zu diesen Keksen. Wer es nicht mag, kauft sie euch die Pizza aus. Also 79 Cent. Taste it. Aus Singapur und einfliegen lassen. Pokka Ice Tea Passion Fruit. Fand ich interessant. Freue ich mich auch schon den ganzen Test drauf. Das Ice Tea wird beschrieben. Pokka Ice Tea Passion Fruit vereint die feine Säure von Maracuja mit der herben Frische schwarzen Tee. Also es riecht lecker nach wirklich nach Maracuja. Wenn das jetzt so schmeckt wie das riecht, dann haben wir unser Top-Produkt und nicht egal was das ist. Guck mal, wie süß. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so süß ist. Ich finde es nicht so extrem, weil ich bin gar kein Schwarztee-Trinker. Ich mag auch eigentlich gar nicht so Schwarztee-Trinker. Doch Grüntee ja mal, aber sonst. Schwarztee mag ich überhaupt nicht. Also ich schmecke nicht raus. Also der Schwarztee kommt im Abgang. Wenn man was im Mund nimmt, schmeckt man die Maracuja, sobald man schluckt, und dann schwarz sie raus. Willkommen zurück in Japan. Jetzt gibt es von dem lieben Chin Chan Ramune Chokobi. Und wir kommen zu unserem vorletzten Produkt. Diesmal kommen, wo es herkommt, ich habe es versucht rauszukriegen. Lieber Shop-Inhaber, verrat es mir, ich weiß es nämlich nicht. Rollercoaster Cheese. Doodles. Wir haben hier in Deutschland auch solche komischen Ringe. Ich esse sowas sonst nicht. Also ich bin da Outsider. Ich weiß nicht, ob ich darüber was erzählen wollte oder ob wir keinen loslegen wollen. Wir legen gleich los, oder? Ich habe euch das ganze Produkt gezeigt. Das ist jetzt nicht so rappend. Also wenn ihr so ein Tütchen haben wollt, die kosten 1,29 und ihr bekommt 85 Gramm Inhalt. Unbedingt groß.
Fein, aber sehr schön nach unten. Ja. Und schmecken aber überraschend gut. Also wenn ihr uns bis jetzt hierher gefolgt seid, wisst ihr sicherlich auch aus dem ersten Video, es kommt relativ selten vor, ja, dass ich zweimal irgendwo zugreife. Ich mehrmals. Aber wenn man sich das Produkt anguckt, es sieht sehr, ja, anders aus als das von der Farbe her. Das sind Käse-Kartoffelstringe. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo von dir freuen. Bis im nächsten Video.